Aber jetzt nicht über Gebühr. Das wird auf jeden Fall nicht doppelt so lange dauern, wenn ich mich einigermaßen gut anstelle. Ich darf halt nur nicht festgenommen werden. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Aber noch habe ich auch eine Gefängnisfreikarte. Also selbst das wäre dann jetzt nicht so. Ah, ich habe die Multiplikator gefunden. Oh mein Gott, ist das gut. Ist das gut. Oh, Zucker für mein Brot. Das ist echt. Oh. Also war halt dieses gelbe X, was ihr da gesehen habt. Hey, Mission completed. Ah, wunderbar. Und nun? Ich bin bereit für die nächste Schandtat. Oh, was ist da? Was ist das? Ein Maschinengewehr. Gut. Kann man gebrauchen. Jemand hat unseren explosiven Aufblaspuppen. Was? Gestohlen. Wir wollten damit den dreckigen Colin erledigen. Es könnten welche im Zentrum von Camberwell sein. Wollen wir kurz hier checken, ob hier was ist? Außer so ein Anarchiezeichen? Nö, ist nix. Pff, lächerlich. Egal. Ah, oh, ja gut, den nehmen wir. Hast gewonnen. Ja, der Mann ist echt cool, der Ferocious GTO. Keine Ahnung, welchen Wagen das nachempfunden sein soll. In der Regel sind da ja immer reale Vorbilder, auf denen die Autos basieren, vorhanden. Au. Aber macht schon Spaß, einfach so halt wirklich so dieses. Ich finde den Aufbau halt so mega cool, ne? Also, okay, schnell Mission, zack, zack. Okay, wieder mehr Punkte, mehr Multiplikator, nächste Mission, zack, zack. Und dann auf dem Weg sieht man noch, okay, da könnte noch was sein. Oh, cool, ein Amoklauf. Schön, gibt nochmal ordentlich Punkte oben drauf. Oder, keine Ahnung, hier, oh, der Wagen, den muss ich mir merken, ne? Komme ich hinterher nochmal zurück. Was möglich wäre, wenn man da natürlich eine Karte hat, ne? Hey. Ich finde das eigentlich schon extrem cool. Das macht auch voll Spaß am Spiel, echt. Oh, Raketenwerfer. Wenn du rechtzeitig 100 Punkte holst mit dem Raketenwerfer, das sollte sogar relativ schnell gemacht sein. So schnell kann es gehen. Da komme ich ja nicht Richtung Süden. Oh, mein Ohr tut weh. Da war doch unten eine Sackgasse, oder? Ich gucke lieber nochmal nach. Ich meine, da war unten eine Sackgasse. Und Richtung Westen ging es auch nicht mehr. Ja, ja, genau. Ach, da war die Brücke auch. So viel zum Thema Richtung Westen ging es auch nicht mehr weiter. Ah, es ist immer so doof, wenn man da dieses Gitter hat. Man sieht sich selbst halt relativ schlecht. Oh, geh doch mal aus der Sonne mir. Aber noch fahre ich mit einer geraden Spur, das ist gut. Beschleunigen! Oh, was das bedeutet. Also bringt mir jetzt gerade auf jeden Fall nichts. Ich denke mal in jedem Level, also bezüglich der Multiplikatoren, also es gibt bestimmt pro Level irgendwie 3, 4 Multiplikatoren versteckt oder so. Scheiße, zu spät, kein Problem. Wir haben noch andere gefunden. Hol sie. Ich habe mich jetzt auch gerade echt ein bisschen erschrocken, ne? Achso, die aufblasbaren Puppen, das war das, genau. Maschinengewehr. Ich habe doch garantiert Zeitdruck. Ich habe doch Zeitdruck. In Ordnung, bring sie zu uns zurück. Wo seid ihr denn, bitte? Ein perverses Arsch, uns reißt bald der Geduldsfaden. Hä? Ja, die restlichen Punkte gefunden. Geh sie holen und vermassel es nicht. Und keine Fisimatenten. Wir kennen dich. Okay, ich habe kein Leben verloren. Ich habe kein Leben verloren, glaube ich, ne? Aber meine ganzen Waffen. Ich wollte schon sagen, das war jetzt aber. Was soll ich denn da machen? Ich wollte doch nur. Verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe es ernsthaft nicht. Egal. Ich glaube, ich habe kein Leben verloren. Und da ist es in Ordnung. Ich habe die Mission auch nicht fehlgeschlagen. Oh mein Gott, ist das Ding lahmarschig. Boah. Okay, im Lieferwagen. Ja, okay, ich brauche einen anderen Wagen. Ich brauche etwas, was fahren kann. So. Penner. Her damit! Her damit! James Bomb! Auch nicht schlecht. Oh, der ist gut, der Wagen. Der ist sogar ziemlich gut. Southwark. Mein Gott! Das ist doch nicht wahr. Schade, dass ich mich jetzt wieder mit dem Lieferwagen rumärgern muss. Egal. Ja,
Warte aber schön. Na endlich! Okay, bring die Lieferwagen zu Collins Bude in Ost-Chelsea. Diese Miezen werden ihn mit Sicherheit erwischen. Das wird der Fix seines Lebens. Auflassbare Puppen mit Sprengstoff. Das ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Kämpfen! Kämpfen! Tipp, tipp! Oh, wie der Wagen am Schlingern ist, wenn er noch nicht richtig auf Turm gekommen ist, ne? Oh mein Gott. Oh, wow. Dicker Bus. Wollte gerade jetzt auch noch ablenken hier, abbiegen. Er blumte nicht. Ja, ich muss mal ein paar Kisten einsammeln. Ich weiß ja nicht, was mich noch erwartet in diesem Level. Also ich soll vielleicht hier und da vielleicht doch mal eine Waffe einsammeln. Schienengewehr zum Beispiel. Ja, Schienengewehr ist aber schon echt gut. Aber was ist eigentlich mit den restlichen Telefonmissionen des Gedönsen? Wo muss ich denn da jetzt hin? Ist in der Garage, wo ich reinfahren kann? Steig aus dem Lieferwagen aus, warte bis Colin einsteigt, bleib aber im Hintergrund. Das heißt nicht ohne Grund, dreckiger Colin. Ah, okay. Boom! Boom, haha, super Job, Kumpel! Jack wird mit der Dame zufrieden sein und auch die Brüder Crisp werden stolz sein. 40.000 habe ich schon, okay. Krass. Also dann geh an die Strippe, damit Jack dir was zu tun geben kann. Bin dabei. Hey! Ja, okay. Dann nehm halt den. Den Doppeldecker! Nee, ich nehm den, oh, wie hießen die nochmal? Crisp, nicht Crisp. Krapi, sag ich doch. Crisps waren die Brüder. Aber cool, da krieg ich wieder einen Raketenwerfer. Das ist ja jetzt gar nicht mal so verkehrt, eigentlich. Das tut dem Hals total gut. Der Wagen gefällt mir eigentlich fast mit am besten, weil der ist auch nicht zu schnell. Da kann man immer noch so ein bisschen reagieren, ne? Au. So viel zum Thema, ne? Ist gerade was explodiert? Nee, ne? Oh, okay, mal hier oben sagen. Also pro Crash gibt es 10 Punkte theoretisch. Mit einem 5-fachen Multiplikator sind es 50. Läuft. Bewaffnung. Genau, ich glaube, das ist nämlich, glaube ich, die Panzerung. Ich weiß nicht, warum ich ein Glas Diät-Mayonnaise habe. Und mir das als Panzerung dient. Aber egal. Aber schön, dass ich es gefunden habe. Ah, es waren nur 3 Telefone. Und die Kiste ist weg. Warum ist die Kiste weg? Das ist aber nicht schön. Einer unserer Kunden ist daran interessiert, eine rivalisierende Gang aus dem Weg zu räumen. Der Zaster für den Job wurde zwischen irgendwelchen Müll im Südwesten von Soho versteckt. Hol ihn erstmal ab. Okay. Und das ist halt das, was so Spaß macht. Einfach, ich finde das Autofahren hier auch ziemlich cool, wenn man anständig den Karren hat. Und es ist halt auch nicht zu groß, wenn es hier wirklich 400 Jahre unterwegs ist. Also es war gestern zum Beispiel bei Dying Light auch, da musste ich immer wirklich von einem Ende des Levels zum anderen rennen, halt weil ich einen Schraubenschlüssel finden musste. Ich meine, das ist ja schon darauf ausgelegt, dass man echt gut vorankommt, aber wenn die Welten einfach so riesig sind, ne? Das ist auch so eine Sache, die ich ja an neuen Spielen nicht mag, weil ich trau mich nicht mehr 100% alleine zu machen. Weil bei so riesigen Welten, ne, so Assassin's Creed ist das beste Beispiel. Oder Dying Light wäre genauso gewesen, alles zu finden ohne Karten und so. In West Brixton wartet ein Bus auf dich. Damit solltest du die rivalisierende Gang abholen. Die glauben, sie führen zu einem Fußballspiel. Sie erwarten Sonderbehandlung. Und die sollen sie auch haben. Nee, also das war auch schon bei den alten GTA-Teilen, also bei den alten neueren GTA-Teilen so. Eigentlich ab GTA 3 wirklich, mit den versteckten Päckchen und so. Weil das ohne Internet zu machen oder ohne irgendwelche Hilfen... Nee, das funktioniert so nicht. Kann funktionieren, aber das ist einfach... Also das ist wirklich Zeitverschwendung. Das ist immer so bei so einem Crash, bei so einem abgesperrten Level, da alles so, auch bei einem Spyro in einem größeren abgesperrten Level ist das ja schon gut. Eine Open World, wo man wirklich zu jedem Zeitpunkt überall immer hin kann und so. Wo man dann auch Innenräume begehen kann und das ist schon sehr anstrengend. Oh, was war das denn hier? Okay, Moment, ich muss einmal kurz mal was checken. Check one. Weil da gab es ja einen Aufgang. Und der interessiert mich ja schon ein bisschen. So, ich packe erstmal die Waffen weg. Weil ich im letzten, beim ersten, also in der zweiten Mission quasi ja schon drin, wo ich die 100.000 Punkte brauche. Und auch hier ist nichts, oder was? Ach, leck mich doch.
Ich habe noch ein bisschen Tee. Oh, ist das gut. Ja, wo ist mein Auto? Router ist weg, Auto ist weg. Scheiße. Oh, Juke MK2. Der hat auf jeden Fall auch schon mal gut PS unter die Haube. Ah, ich muss jetzt den Bus abholen. Ne? Stimmt, da war was stehen geblieben. Schurk. Aber auch von Leben her sieht es ja bisher noch eigentlich ganz passabel aus, ne? So, steig mal ein. Geh und hol sie, sie sind in Südwest-Southwark. Ja, kriegen wir hin. Das heißt, zum Ende der Mission, so wie es aussieht, werden wir offensichtlich wirklich schon um die 50.000 haben. Das ist ja echt schon nicht verkehrt, ne? Ist ja schon mal ein Viertel und, ne, wie gesagt, die Folgemission geben natürlich dann immer mehr. Das ist halt auch das Motivierende, ne? Einfach diese exponentielle Steigung, die es hier gibt. Warte, bis sie eingestiegen sind. Das ist leider nur einer. Sie sind drin. Bringen sie in eine Hintergasse in Northwest Westminster, wo die Männer von unseren Kunden auf sie warten. Oh mein Gott! mein Gott! Ja, das hätte mir jetzt auch sehr leid getan. Wäre auch keine Absicht gewesen. Das verspreche ich dir. Aber die großen Klamotten, ne, die sind immer richtig hart am Quietschen. Hier ein Boost oder ein Tanklaster, wenn ich in den Kurven fahre. Da brauche ich gar keine Handbremse zu machen, damit es anfängt zu quietschen. Ah, immer den. Ach, okay, ich habe das Schild nicht gesehen. Also, das sieht man aber auch wirklich nur sehr schlecht, ne? Und was damals auch so ein bisschen kritisiert wurde an dem Spiel, ist halt, dass wirklich alles aus Whites besteht. Also hier existiert ja kein einziger Polygon. Oder das Polygon, kein einziges Polygon. Sondern halt wirklich einfach nur Sprites. Und heutzutage, ne? Wie man weiß. Oh, das ist glaube ich ein Bestechungsgeschenk, ne? Kann das sein? Oh, ist das die Panzerung? Oder die Bewaffnung, wie es hier heißt. Ja gut. Können wir zumindest schon mal sagen, dass da nichts ist. Schon ein bisschen Slalom mit dem Bus. Ich sollte Busfahrer werden. Wo müssen wir denn hin, verflucht? Oh. Okay, das ist offensichtlich ein Gumminöppel gewesen, wie ich da weggeflogen bin. Komm. Jetzt wird's spannend. Ports of Call. Schön. Schiff in den Hafen reinfahren. Ich kann mich da durchquetschen. Ja, komm. Schlimmste wäre gewesen, wenn der sich jetzt festgefahren hätte. Was durchaus passieren kann. Steig mal zum Bus aus. Aber vergewissere dich, dass er zerstört wird. Was sagen von mir oder was? Bevor ich aber mein Maschinengewehr in die Hand, weil diese Polizei sucht mich ja. Komm, ich helfe mal ein bisschen mit, ey. Kann doch nicht wahr sein. Dahinter wartet ein Wagen auf dich. Stopp ihn hier und bring das Geld zur Garage im Südwesten von Mile End. Ey, was geht, Freunde? Ui! Hallo, der ist kaputt. So, schnell, Mann! Oh. Ist das so gut, wie ich hier wieder rauskomme? Okay. Ich habe einen Weg gefunden. Oh, der geht ja richtig ab. Gut sieht so aus. Nicht wahr? Sorry. Oh mein Gott. Der kommt auch wieder so plötzlich. Jetzt habe ich das Telegramm verpasst. Und ich habe die Musik irgendwie ausgestellt. Oder meine Ohren sind gerade einfach nur dicht. Oh. Ja. Also warum sollen wir Straßen nehmen? Oh mein Gott. Und man sieht ja auch nicht, wo man lang fährt. Man kann ja so ein bisschen eine Idee haben, wo man gerade ist, wenn man auf den Pfeil guckt. Aber der GTA-Helikopter, ne?
So wie es in der Anleitung steht, der jetzt uns die Perspektive gibt. Oh, 60.000 sogar. 64.000. Geile Scheiße. Das war gerade mal die vierte Mission, ne? Poch, ja, okay, das ist natürlich richtig fett. Schön sechsfacher Multiplikator. Es geht voran. Kann man nicht anders sagen. Ach, meine Nase. Bei meiner Nase läuft es auch. Hol das Auto im Zentrum der City. Ja, wenn du das sagst, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, ne? Rush! Achso, hab ich leider schon kaputt gemacht. Ich mag es, durch diese Holzmüllhaufen zu fahren. Ja gut, dann biegen wir jetzt hier halt ab. Los! Was ist das für ein Auto? Oh, eine Taxe. Okay.